Komm rein! Bratan, komm rein! Das war's, perfekt. Nein! Warum steigst du aus, Bruder? Amir, Bruder. Oh, was geht, Lofti, ja? Lass die scheiß Zigaretten. Das ist nicht gut für dich. Ich sag dir ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf den Knast. Ich hab echt keinen Bock mehr auf den Knast. Lofti, ey, verdeck mal meine Sicht, ja? Ich muss grad. Warte ganz kurz. Das Ziu macht dich ready. Ja, der Bulle guckt nicht. Alles klar. Perfekt. Ey, Lofti, ich brauch noch jemanden. Ich will raus zum Knast. Bist du bereit? Bruder, ich bin der Erste, der mit ist. Sehr gut. Also, pass auf, Lofti, ja? Ich hab einen Kollegen. Der hat sich die Uniform angezogen und hat ein Auto geholt. GPS-System. Das GPS-System macht alle Tore schädlich, ja? Wir können durchfahren, die Tore gehen automatisch auf, der kommt rein. Wir müssen irgendwie rauskommen an diesem scheiß Wachentyp. Der geht schon die ganze Zeit auf. Bisschen laut, der Bulle kommt. Ja. Lass mal rausgehen. Ja, lass mal, wir sind auf Klo. Drecksessen hier. Wir gehen auf Klo, ne? Nö. Ja. Wo sind wir, Digga? Ja, Alter! Alles gut, ich muss was. Das war die falsche Tür. Nein, stopp, ich hab hier was versteckt. Ciao! Okay. Komm mit! Oh, du bist der Beste, ich schwör bei Gott. Warte. Ich hab auch hier eine für dich. Hier läuft unser Bett, fühl. Okay. Wir sind nach. Alles gut. Dir. Ja, hast du? Ich hab. Steck dich. Okay, warte. Let's go. Leise. Holy shit, guy. Ich weiß nicht, ich baller den weg. Wann kommt dein Kumpel? Müsste gleich da sein. Warte, ganz kurz abchecken, ob nicht jemand ist. Okay, sauber. Okay. Der Bulle kommt. Versteck dich. Ich bin draußen. Ich bin im Gebüsch. Komm raus. Oh mein Gott. Im Busch. So, mein Kollege müsste gleich irgendwann reinfahren, ja? Digga, ich hoffe, man kann sich auf den verlassen, ja? Ich finde die Leute nicht mehr. Aufgenommen halten, bitte. Digga, ich muss ihn wegmachen. Oh. Okay, let's go. Okay, wir müssen uns weiter verstecken. Bruder, wo ist dein Kollege? Er muss kommen, ey. Du kennst das doch, Alter. Eigentlich hat man nur für sich selbst verlassen, aber er kommt, glaub mir. Ich hab viel Geld dafür gezahlt. Bruder, ich hab den beiden Bullen angeschossen. Ja, musste sein. Ja, das ist halt ein Problem gewesen, ne? Problem muss man wegräumen. Bleibt der. Da ist er. Oh, besser, komm mal, schnell. Stehen bleiben! Bratan, kommt rein! Komm rein! Ich schieße auf ihn, Gefängnisausbruch, wir haben Gefängnisausbruch! Wir müssen los, Bratan! Sue, du bist der Beste! Scheiße! Ich schieße! Ah, ich hab den, Schneller! Bratan, wir müssen sowas von schnell weg! Boah, ich schieß auf uns! In den drin, Schnell! Let's go! Bam! Okay, let's go! Unser Wagen geht kaputt! Steig aus, Jungs! Oh mein Gott! Wir brauchen einen neuen Wagen! Nein! Komm! Ich schieß auf die Alp, die können nicht! Die müssen in Deckung gehen! Schnell! Hast du! Let's go! Geh rein! Schnell! Steig ein! Fahr! Let's go! Oh mein Gott! Schieß zurück! Ey, Armin, dein Freund ist geisteskrank, ich schwör's dir. Ich sag dir, ich hab Geld gezahlt für den sicheren Weg raus hier. Ich hab keine Munition mehr. Wir haben's geschafft, Armin. Aber wer ist dein Kumpel? Nein, wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt! Kollege von Armin, ich mach das schon, kein Problem. Ich bin der beste Autofahrer. Kein Problem, schneid euch an. Oh mein Gott, die Bullen sind genauso schlecht wie du. Ich schieß drauf, auf die Reifen. Boah, hat eliminiert. Ey, Jungs, tut mir einen Gefallen, fahrt mich schnellstmöglich in die Stadt, schmeißt mich raus. Wir haben uns nie gesehen. Armin, steig aus. Die werden die jetzt abknallen. Kein Problem, ich kümmere mich um die. Der Kalaschnikow rausholen. Hier. Einer von denen ist tot, den anderen habe ich auch. Kein Problem. Hier, Jungs, steigt schnell ein in den BMW. Ich hol euch ab. Kommt hier rein. Schnell, ich hol euch raus. Jungs. Armin, wo ist dein Kumpel? Nein. Sollen wir auf ihn warten? Ja, ich komme. Nein. Ich wollte ihn überfahren. Let's go! Schnell! Gib Vollgas! Explosion! Let's go! Ey, Jungs! Los in die Stadt! Fahrt mich zum Schub! Ja, mach hinne! Okay, Jungs, ihr seid mir offiziell was schuldig! Ey, Max, kein Thema! Max, bring uns zum Russen! Kein Problem!
Ey, wie viel? Ey, jetzt knallt den Typen ab, mir reicht's. Okay, Wicht, der ist tot, der ist tot. Oh mein Gott, seine Reifen sind kaputt. Schieß auf die Reifen. Ja. Der findet die Kronen. Oh mein Gott. Oh, holy shit. Schieß weiter. Sehr gut. Okay, das war's. Ausgeschaltet. Perfekt. Nein! Warum steigst du aus, Bruder? Nein. Die fahren weiter. Die sehen mich nicht. Oh mein Gott, ihr rettet meinen Arsch schon wieder. Komm schon wieder rein. Schnell. Was ist mit deinem Kollegen los? Was macht das für uns? Oh mein Gott. Nein! Tot. Scheiße! Er bringt uns doch alle um, wenn es so weitergeht! Ach, beruhig dich, du, ich hab dir Geld gezahlt. Nicht mehr schießen, ich glaub, die verfolgen uns. Nee, die haben uns von gefangen zu nehmen, das reicht. Wir haben sie abgeholt. So, Jungs, also was habt ihr für eine Scheiße hier schon wieder gebaut? Ich hab froh sein, dass ich in der Nähe war. Max, Digga, du hast mir gesagt, dass du voll der gute Typ ist zum Rausbringen. Ist er ja auch. Oh. Digga, der ist ja mit Vollkracher durchgefahren und hat nichts an Identität gemacht, der hat einfach umgeballert auch sofort. Und der ist ein Wahnsinniger. Der ist ein Wahnsinniger, aber auf ihn ist Verlass. Ja, hat man gesehen, auf dich war jetzt gerade mal Verlass. Ey, du musst Armin, Freundchen, ohne mich wärst du schon längst tot. Ihr wollt zum Stripclub, oder? Zum Stripclub, bitte. Ja, schnell, genau, bevor die Kunden uns wieder einholen. Gut, Jungs, dann wünsche ich euch gutes Gelingen. Hey, Max, Digga, ich wünsche dir, ruf mal an. Ja, oh, passt auf euch auf, ciao. Ciao, mach's gut. Waldemar, bitte, sei da. Fuck. Wir sind. Digga, wie spät ist das? Schreibst du ihm gerade schon? Ja, ich bin geschrieben, er müsste jetzt eigentlich da sein, jetzt gleich. Okay, aber die Tür ist noch abgeschlossen. Ja, das ist halt, der ist noch nicht da. Du kennst den doch, Digga, der ist doch verrückt, der macht auf, wenn er Bock hat. Meinst du, er zahlt mir mein Geld vom letzten Auftrag, obwohl ich in den Knast gegangen bin? Hast du ihm gebracht, was er wollte? Auf jeden Fall. Na gut, die Frage ist halt, wie viel der dir von dir verlangt, da wir das richtig mit rausgeholt haben, ne? Hm. Ich hab nicht keinen Bock auf noch einen Job, Alter. Ich sag dir ehrlich. Oh, da ist er. Was hat der schon wieder für eine Karre, ja? Nice. Hey, Ladies, ich hab euch tausendmal gesagt, geht in den Laden rein! Scheiße. Waldemar, was geht, Digga? Oh, mein Waldemar. Was geht? Ich muss hier kurz ein paar Stricherinnen verscheuchen, ja? Arbeiten scheiße. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr Frauen haben? Auftrag erledigt. Ich hab Knast, hab ich alles besorgt. Ich hab Loft hier rausgeholt. Aha, gut gemacht. Warum hast du hier Blut auf deinem T-Shirt? Hast du dich getroffen oder was? Ja, die wollten. Ach, Amateure, blöd. Die werden vom Pistolen getroffen. Ey, du mit Tasche. Ich hab gesagt, du lässt dich hier nicht blicken, Idiot, blöd. Warte mal, Idioten, Alter. Digga, ich brauch das Geld für die Armbänder letztes Mal. Ja, das Geld für die Armbänder, ich geb dir, ich hab hinten noch ein Auto gepackt, da nehmen wir das raus, ja? Okay. Warte, komm mit, schnell, geh mal hin. Wie viel gibst du mir denn? Ja, wie viel? Das, die 10% Provision? Wir haben letztes Mal 15% gesagt, dafür habe ich dir mehrere Ketten besorgt, Digga. Ganz ruhig, ey, ich mach das jetzt und du nimmst das Geld raus. Geh an den Kofferraum. Wer ist hier? Was macht er hier? Wer ist das? Ich dachte, da hätte ich wen gesehen. Nein, alles gut. Lauf, geh in den Kofferraum, hol das Geld raus. Ja, ich vertraue dir. Hier, mach auf. Aua. Das. Digga. Ey, Waldemar, das ist aber nicht genug, Digga. Wir haben 15% gesagt. Das ist genug für jetzt. Du kannst weiterarbeiten, wenn du willst, für mich, ja? Ja, Digga, aber muss ich ja. So, nicht so scheiße machen, okay? Kriegt einen Auftrag. Waldemar, dann aber, ey, du hast nicht volle Provisionszahl, dann geben wir uns wenigstens was vom Voraus. Und den Rest gibt's dann, wenn wir den Job erledigt haben. Ach, jetzt, wo immer diese Geld hier. Ich hab voll das Bock, Geld, Waldemar, da. Eine zu boxen, Alter. Ey, kleine yo. Pisser, will mich abziehen. Hier, kommt, holt das Geld raus. Ja, okay. Diesmal hier vorne nimm. Ja, du bist, Waldemar, ja, du bist krank, Digga, wo du dein Geld reinstaust. Ja, ich hab's. Ah, mir nimm du, ich vertraue dir. So, okay. Ihr kriegt Auftrag. Hier habe ich ein paar Autos hier, die roten, seht ihr? Ja. Steigt ein, fahrt los, beide getrennte Wagen. Ich werde durchfunken, ich habe eure Nummern. Wo ihr damit hinkommt. In diesem Wagen ist von mir was drin. In dem anderen Wagen ist von mir was drin. Ihr bringt das zu einem. Nicht in diese Wagen. Das ist doch auffällig. Das ist kein Beladenes. Doch, hier, hallo. Hallo? Ich will mein Geld nichts mehr vernünftig haben, sonst mache ich alle Scheiben kaputt. Was hast du gesagt? Ja. Ich glaube, du weißt nicht, wenn du hier redest oder was? Jungs, was ist hier auseinander! Los, auseinander! Was ist hier los,
Hey, auseinander! Hey, was ist hier los? Hey, auseinander, hab ich gesagt! Okay, weißt du Bescheid? Beruhigt euch doch mal! Ist gut, noch ist gut. Hier machen. Hier, ich glaube, du brauchst ein bisschen Energie. So, ja, damit, jetzt komm, damit du mal, ist gut. Lauf die! Reicht jetzt, Jungs, wir wollen Geschäfte machen hier. Ich hol meine Leute, das reicht mir, ich werde euch jetzt attackieren. Waldemar, gib den Auftrag jetzt her! Scheiß dich nicht ein, wie du kleine Muschi! Okay, Waldemar, du kriegst 10% Rabatt bei uns. Waldemar, sieh zu, Digga. Waldemar, jetzt steig aus. Warum kriegst du 10% Rabatt? Komm, du hast da genauso gut angefangen. Ein guter Russe kriegt mal eine, ist doch nicht schlimm. Steig jetzt aus. Es ist ja nicht normal, was denkt ihr, wo ihr seid, Alter? Ja, komm, ihr seid beide Temperament. Ich glaube, ich bin da. Nehmt jetzt den roten Wagen und fahrt zu Olga. Hör auf zu zielen. Fahrt zu Olga, jetzt los. Komm, auf die, scheiß auf den. Olga wird euch sagen, was ihr zu tun habt. Ja. Ist Olga nicht die Alte, die Alcramix sich geklärt hat? Stimmt. Ich glaube. Hat der Kramix sich vor kurzem noch so einen riesen, dicken, fetten Lambo gegönnt? Ja, der wohnt oben in der fetten Villa, Digga. Da werde ich nicht nur Olga mitnehmen. Lauf dich, Digga, aber was? Machen wir da echt einen Jobmann, ey, Digga? Ich vertraue dem Waldemar einfach nicht. Digga, wir nehmen uns vorher unser Geld und sagen nur die Hälfte, okay? Ey, Digga, aber überleg mal, der 5% hat dich abgezogen. Also das, ey, vielleicht hat dieser Max ja auch Brutafil, vielleicht können wir uns da ein bisschen selber reich machen. Safe. Scheiß drauf. Scheiß auf Waldemar. Wenn nicht, bummst du seine Olga auch noch. Lauf die, wie ich sie kenne. Ja, dann komm, wir beraten uns dann vorm Haus. Wir müssen erstmal die Lage checken. Okay, perfekt. Ey, lauf die. Digga, das ist das doch. Das ist das. Ey, warte mal. Lass mich hier rechts ranfahren. Ey, lauf die. Digga, wir brauchen Ausrüstung dafür. Mit so einer Knifte-Pistole kommen wir da nicht durch. Warte, lass mal kurz an die Wand kriegen. Lass mal gucken. Ey, das ist eine Wache. Ey, das ist eine Wache im Auto. Schön. Digga. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Verstärkung dafür. Ja, lass uns mal vielleicht einen anderen rufen. Wir brauchen unbedingt Ausrüstung, Digga. Deswegen sehen wir, wie es durch ist. Wir können nicht wissen, was da für Waffen drin sind und Abwehrmechanismen. Amir. Lauf die. Das war's gewesen. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Lasst ein dickes Like und ein Abo da. Ich würde sagen, checkt die Jungs ab unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Peace.